Carl Stuckey. Pleased to meet you. My name is Alan Wake. I'm a writer. Mach her, Barry! Ja, ich bin schon dabei! Junge! Zum nächsten Auf Wiedersehen in Bright Falls Schild. Okay, wir fahren jetzt zur Anderson Farm. Ich wusste, dass du sowas sagen würdest. Weißt du was? Für die Sache habe ich echt was gut bei dir. Wenn wir das überstehen, wenn wir es schaffen sollten, dann bin ich fertig mit der Dunkelheit. Das kannst du mir glauben. Du kaufst mir eine Sonnenbank und dann lebe ich für den Rest meines Lebens da drin. Na bumm. Das hört sich gut aus. Ich bin verrückt, aber das macht nichts, Barry. Oh, du sagst es ja, du bist komplett irre. Du bist bei weitem der verrückteste Typ, aber vielleicht für dich. Muss das sein, wenn man es mit so verrückten Sachen zu tun hat wie wir. Es hilft. Sowas passiert, Barry. Alice. Sie hatten Alice nie. Sie ist gefangen im Dunkel am Grunde des Sees. Aber sie ist nicht tot. Al, woher willst du das wissen? Ich weiß es, Barry. Ich kann... Al, ich... Ich weiß. Hör zu. Ich kann sie zurückbringen. Kann sie wiederfinden. Dieser Ort hat etwas Besonderes. Der See. Er beeinflusst irgendwie die Kunst, die hier erschaffen wird. Er macht sie wahr. Aber da ist ein Haken. Das Dunkel, was auch immer das ist, verdreht alles nach seinem Willen. Das ist der Grund, warum das alles passiert. Es benutzt mein Manuskript, um alles zu übernehmen. Ich glaub dir ja. Das ist Thomas Zane schon passiert und auch den Andersons. Ich glaub dir, du bist durchgeknallt, aber nicht wahnsinnig. Sonderbares geschieht hier in der Tat. Ich bin dabei, Mann. Ich bin dabei. Die Andersons wussten Bescheid. Aber sie waren von den Pillen so zugedröhnt, dass sie es mir nicht erzählen konnten. Aber sie haben es aufgeschrieben. Eine Nachricht auf ihrer Farm. Wir müssen sie nur finden. Pass auf! Es könnte arg düster gehen.
Gott, verdammt, er spricht mit mir! Ich bin okay. Ich hatte meine Waffe verloren. Barry war nirgendwo zu sehen. Barry! Oh Mann, es geht dir gut. Es ist so schön, deine Stimme zu hören. Ich habe versucht, aus dem Auto rauszukommen, aber der Boden gab nach. Mann, was für ein Sturz! Keine Sorge, dein Starschnitt ist noch ganz. Vergiss den, bist du okay? Ich bin in Büsche gefallen, hab aber keinen Kratzer. Du, da kannst du nie im Leben runterklettern. Das ist quasi wie eine Klippe. Oh, hey! Hier unten bewegt sich was. Barry, ein Besessener, nimm eine Leuchtfackel. Ja! Barry, alles in Ordnung? Mir geht's super, Al. Alles okay. Er hat sich wohl noch nie mit einem waschechten New Yorker angelegt, was? Da ist die Farm. Da müssen wir hin. Du musst deinen eigenen Weg zur Farm finden, Will. Ich warte dort. Barry, warte auf mich, okay? Ich bleibe nicht hier. Das wäre Selbstmord. Ich mache mich auf den Weg zur Farm. Ich gehe vor und sichere das Gebiet. Du kannst ja nachkommen. Mach dir keine Sorgen. Hab alles im Griff. Jetzt ist der Rambo. Es würde in einem Desaster enden, wenn ich Barry nicht einhole. Please, Rambo, and I have no weapon or a dog. Ah, you can't do weapon. I whoop him. Jo, schieß nicht auf mich da. Hier rumlaufen, wenn ich keine Waffen habe. Immer schön ducken. Hör auf, die Hitten da. Alles für ein Manuskript. Da hinten ist auch eins. Kann ich irgendwie drehen hier? Nimm den Scheiß.
Oh, ho, 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 ho. Sich dem Feind ohne Waffe zu stellen, war gefährlich, aber ich hatte keine Wahl. Trust no one in the dark. Mach ich sowieso nicht. Und jetzt soll ich mir durchlampen. Lauf! Da ist er. Ein Auto entfernte sich von der Farm, und zwar in dieselbe Richtung wie ich. Wahrscheinlich war es Barry, der wieder, ohne nachzudenken, einen Vorstoß wagte. Wahrscheinlich aber auch nicht. Warum geht's nicht? Hallo? Wahnsinn. Da war es mir Hochsicherheitslampe. Das Auto war unterwegs zur vorausliegenden Hütte. Es war nicht weit. Wenn es Barry war, würde ich bald den Schaden sehen. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu übergeben. Ich zeige Ihnen, wie die Geschichte weitergeht. Bist du denn? Ich hatte das Licht schon einmal kurz gesehen. Es war mir im Traum erschienen. Es war ein seltsamer Astronaut und ein Taucher in einem klobigen Anzug. Er hatte meinen Pfad mit den Seiten gepflastert. Joi. Kann keiner was. Jemand hatte eine Waffe dagelassen. Es war meine Chance, die Farm zu erreichen.
Bin das auch? Ich weiß warum. No. Wenn dem hier. Take our files with darkness. Darkness falls across the land. Zwei Schaas kann man Geld verdienen. Immer in die Fresse rein. Das
Film im Haus. Scheiße, komm ins Licht, ins Licht. Ich sah das Auto, aber keine Spur vom Fahrer. Ja, wahrscheinlich war es nicht Barry. Hallo? Ist hier jemand? Barry? Du bist nicht da! Bitte! Was machst du? Was? Licht! Es tut mir leid! Bei der Farm. Wegen dem Schnaps, wissen Sie? Er macht einen klar. Die werden ihn nicht vermissen. Die sitzen in der Klapse. Aber mein Kumpel, Danny, er ist verloren. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Das ist nicht er. Wie die schlechte Fortsetzung von einem echt guten Film. Wo der beste Freund plötzlich der Böse ist. Wer schreibt denn sowas? Ich. Wahrscheinlich. Weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte, die sie, mich und alle anderen in dieser Stadt töten wird. Niemand wird überleben. Die Dunkelheit wird alles verschlingen. Das wollte es die ganze Zeit. Es will frei sein. Es hat Alice benutzt, um an mich heranzukommen, sie als Köder eingesetzt, um mich weiter anzutreiben. Ich werde das ändern. Ich werde entkommen. Ich habe mich selbst in die Geschichte geschrieben. Ich bin jetzt Protagonist. Es fühlt sich wie ein großes Risiko an, ist aber der einzige Weg, Alice zu retten. Auch ich bin, wie jeder andere Akteur, an die Geschehnisse der Geschichte gebunden. Sie muss logisch bleiben, damit das hier funktioniert. Es muss Opfer geben, knappe Fluchten, Spannungsbögen. In einer Horrorgeschichte ist es nicht sicher, dass der Held Erfolg hat oder überhaupt überlebt. Als nächstes werde ich meine Flucht beschreiben. Ich brauche Hilfe. Zane wird mir helfen. Ich werde es geschehen lassen. Hallo? Lassen Sie mich raten, Danny, hä? Die Farm war immer noch ein gutes Stück entfernt. Und ich brauchte ein Auto, um schnell hinzukommen. Wenn Barry nicht hier war, steckte er wohl auf der Farm in Schwierigkeiten. Ich fühlte mich ein bisschen schuldig, weil ich an ihm gezweifelt hatte. Ich hatte mich bis hier allein durchgeschlagen, aber Barry war Barry. Es geht darüber weiter, aber da oben ist auch was. Das schaue ich mir doch mal an. Die Hütte schaue ich mir auch an.
Ah, da. Komm mal mit dem Wagen hier. Ich bin vertraut, so eine Checkhut-Sacho. Meine Leuchtfackel im Arsch. Die Smoke. Nein, ich bin das mit dir. Die Munition habe ich nicht. Da habe ich 14. Okay, dann nehme ich die. Also, wie ihr alle wohl bemerkt habt, ist der Sturm, dessen Vorboten wir alle gespürt haben, endlich da. Die Jungs vom Wetterdienst sagen, dass er bis morgen früh toben wird, vielleicht noch länger. Lasst mich diesbezüglich nochmals die Vermisstenanzeige vorlesen. Die Polizei sucht immer noch nach einer Frau, 30 Jahre, schlank, blond, mit blauen Augen. Sie hat sich vielleicht im Wald verirrt und ist womöglich bei einem Autounfall verletzt worden. Wenn ihr sie seht, schafft sie bitte ins Trockene und ruft den Sheriff. Bei diesem Wetter sollte man nicht draußen sein. Also, wenn ihr jemanden seht, der ein wenig verwirrt aussieht, seid ihr behilflich, okay? Hier spricht Pat Main auf KBFFM, in der Hoffnung, dass ihr heute Abend alle im Warmen seid. Am Arsch, Mann. Wo geht's denn da hin? Da war ja vorhin eine Abzweigung. Das muss ich mal anschauen. Ich glaube, das war Wurscht, wenn man so oder so kann. Wurscht war das. Ja, das Auto sieht ein bisschen aus wie Peter zum Teufel. Sie kommen! Schnell ins Licht!
Junge, Junge, Junge. Yeah, das springt vor Freude. Ich habe Panik bekommen gerade. Aber nur ein bisschen. Ich wusste, dass die Brüder mal sowas wie Rockstars waren, aber so richtig kapierte ich das erst, als ich die Bühne sah. Wie cool ist das denn? Sie kommen! Es sind zu viele von ihnen! Junge, du musst schon was machen. Ich bin so froh, dass du einen Alleingang hingelegt hast, Mr. Bronson. Halt die Klappe und schieß! Yeah.
muss der Barry mit dem Scheiße! Oh Gott, das wird schwer. Ich bin so froh, dass du einen Alleingang hingelegt hast, Mr. Bronson. Halt die Klappe und schieß! Hey, wir müssen sie abwehren! Ich kann von hier aus mehr von dem Feuerwerk abfackeln und dir helfen! Komm schon! Obwohl ich sagen muss, dass ich immer genau so drauf gehen wollte. Rock'n'Roll! Das ist der großartigste Augenblick unseres gesamten Lebens. Hoi! Children of the Heathen God! Cool, verdammt! Ich hasse dich. We're in control.